Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Truck Racing Fans, zu einer neuen Ausgabe von Truck Racing hier auf Schweiz 5 natürlich. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Diesen Montagabend berichten wir hier live aus Zolder in Belgien. Zolder ist ein kleines Städtchen, 70 Kilometer von Antwerpen entfernt. Doch dennoch, wenn der Truck Racing Zirkus in der Stadt ist, läuft da so einiges. Die Märkte sind voll und alles ist sehr, sehr touristisch ausgelegt in diesem kleinen Städtchen. Seit 2002 ist in der Nähe auch die Rennstrecke gebaut worden und seitdem ist auch mächtig viel los an den Wochenenden. Sonst gibt es eigentlich noch die großen Fähren und Transportschiffe zu sehen, die da über den Fluss chippern. Und jetzt kommen wir Richtung Truck Racing Zirkus. Es ist schon viel los am Samstag, die Leute sind alle schon bereit fürs erste Rennen und hier in dieser Ausgabe von Truck Racing 2013 aus Zolder machen wir einfach Rennen 1, 2, 3 und 4 alles an einem Stück durch, damit ihr möglichst schnell die Spannung von Zolder, von dem Rennwochenende, intus habt. Und jetzt starten wir ins Rennen Nummer 1. Startaufstellung fürs Rennen Nummer 1 hier in Zolder. Norbert Kiss neben Jochen Hahn. Die zwei Predatoren werden sich hier duellieren. Streckengrafik, so sieht die Strecke also aus. Lange Geraden, enge Schikanen. Wir können uns also auf etwas gefasst machen hier in Zolder fürs Rennen Nummer 1. Die Action ist also garantiert. Hinten die zwei Tschechen, Adam Latzko und David Deschetski. Die werden auch sich hier rivalisieren, das kann ich euch versprechen. Start ins Rennen Nummer 1, Norbert Kiss führt, dich gefolgt von Jochen Hahn und Markus Österreich. Vollgas auf der Zielgeraden und hier Markus Bösiger wird von Mika Mäkinen rausgedrängt, erwischt die Absperrung und Benedikt Major erwischt das Hinterrad von Markus Bösiger. Was für ein Unfall, was für ein Crash. Das haben wir also noch nicht gesehen, Gott sei Dank nicht. Hier steigt Markus Bösiger Gott sei Dank unversehrt aus, so wie es scheint. Und hier Benedikt Major rennt weg von seinem LKW, der aussieht wie ein Trümmerhaufen. Er rennt zu seinem Teamkollegen und jetzt sind natürlich die Emotionen garantiert nach so einem Unfall hier im Zolder fürs Rennen Nummer 1 bei der Start- und Zielgeraden. Hier Onboard-Kamera von Markus Bösiger. Matt Croc Mäkinen drückt ihn raus, die Absperrung bricht und das Ganze hängt an. Der Lastwagen wird ausgehebelt und Benedikt Major erwischt das Hinterrad von Markus Bösiger. Hier sieht man es nochmal in der Wiederholung. Mein Gott, was für ein Unfall bei was für einer hohen Geschwindigkeit. Benedikt Major, sein Lastwagen durchbricht dann nochmal die ganze Abschrankung. Mit sicher 100 km/h waren das noch bestimmt. Hier, Backkamera von Norbert Kiss, sieht man den Unfall nochmal etwas genauer. Markus Bösiger wird rausgedrängt. Benedikt Major, sein Lastwagen trifft Markus seinen und wird richtig ausgehebelt. Spickt richtig in die Luft, kommt dann zu Boden und durchbricht dann nochmals die Abschrankung. Also mein Gott, was für ein Unfall. Da können wir nur hoffen, dass die Piloten wohl auf sind. So etwas habe ich mir wirklich nicht gewünscht für das Rennen hier in Zolder. So etwas wünscht man niemanden. Ein schrecklicher Unfall hier. Die Lastwagen sehen mir nach Totalschaden aus. Ich denke, da ist mit Reparieren nicht mehr gedacht. Und Benedikt Major, sein Fuß ist wahrscheinlich auch etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Hoffen wir nicht zu stark, dass es ihnen was getan hat. Mika ist ein bisschen besser gestartet und hat dann auf der halben Zielgeraden hat er mich dann in die Mauer gedrückt. Und das Hauptproblem war, dass das Auto nicht der Mauer entlang geschliffen ist. Das hat die Mauer umgedrückt und hat dann stehenseitig an der Mauer angehängt und hat mich dann zweimal in der Runde rumgedreht. Und der Benedikt ist wahrscheinlich noch über mein Auto rübergefahren und ja, im Moment sieht es so aus, das Auto ist nicht mehr reparierbar, Chassis, Hinterachse, Vorderachse, alles ist eigentlich am Rumpf. Wenn die Trucks sich gerade treffen, das hatte ich öfters schon mal hier, ist das überhaupt kein Problem, aber wenn es ein bisschen versetzt, dann nagelt es halt richtig. Deswegen ist man da besonders wach, um nicht über irgendwelche Teile oder in irgendwelche Konkurrenten zu fahren. Bösiger hit the wall and after that I couldn't do anything because I was near to him and next to me there was a truck and that's why I couldn't do anything and you know he just slowed down and I hit his right tires, slide back tires and I just flew into the air and after that I couldn't control anything. When I landed back I was in front of the wall and I hit the wall, I don't know, more than 100. And then I just couldn't do anything. I just spin around on the lane, and that was.
Das waren die Interviews, jetzt wird noch einiges besprochen natürlich, so etwas darf es nicht nochmal geben. Gott sei Dank sind die Fahrer wohlauf, die Lastwagen sind zwar Schrott, aber wenn es ein Fahrer nichts gemacht hat, kann es weitergehen. Start ins Rennen Nummer 1, der Neustart. Norbert Kiss führt das Feld an, dich gefolgt von Jochen Hahn und Antonio Albacete im MAN. Diese drei geben hier den Ton an fürs erste Rennen, den Restart in Zolder nach diesem schrecklichen Unfall. Erste Schikane und los geht's ins Rennen Nummer 1. Hier sieht man also, Norbert Kiss führt. Doch Jochen Hahn will richtig aufschließen, möchte ihn natürlich überholen, so schnell wie möglich. Er braucht dringend Punkte für die Europameisterschaft, denn Antonio Albacete ist momentan vorne weg. Also er hat sicher genug Grund, hier aggressiv zu fahren. Innen durch vorbei, Norbert Kiss wurde schon überholt. Da geht es also hart um hart und schnell gehen sie nach vorne, die schnellen Fahrer. Vorkamera von Adam Latzko will natürlich am Markus Österreich dranbleiben. Wird nicht so einfach werden. Antonio Albacete, Onboard-Kamera. Er fährt nun vorne weg, da hatte man einen Vorfall, den die Kamera nicht gezeigt hat. Antonio Albacete führt nun das Feld an vor Jochen Hahn. Norbert Kiss hatte sich verbremst und ist etwas außen rausgekommen und schon hat er natürlich einige Plätze verloren. Antonio Albacete kann sich nun freuen, Pole Position oder erster Platz. Wenn er ihn nach Hause fährt, ist er seinem Europameistertitel ein Stück näher. Weiter hinten, Norbert Kiss möchte natürlich wieder aufholen, hat einen Fehler gemacht, musste dicht üsten. Mika Mäkinen in der Box. Hat Probleme, technische Probleme mit seinem LKW. Schauen wir und verfolgen wir natürlich weiter. An der Spitze herrscht der Kampf um die Europameisterschaft, kann man eigentlich auch schon hier sagen. Das sind die zwei Predatoren, unter denen wird es wahrscheinlich entschieden. Jochen Hahn und Antonio Albacete. Und hier Jochen Hahn fährt innen vorbei, hat sich aber ziemlich hart in die Bremsen müssen. Doch konnte Antonio Albacete tatsächlich überholen. Mit einem gewagten Überholmanöver, muss man auch noch dazu sagen. Aber es hat funktioniert. Jochen Hahn führt nun vor Antonio Albacete. Markus Österreich und Norbert Kiss konnten noch ein bisschen den Rennspeed von den zwei vorne mithalten und duellieren sich jetzt. Norbert Kiss will natürlich noch weiter nach vorne und Adam Latzko versucht hinten dran zu bleiben an den MAN. Jedoch die Leistung fällt einfach und er kann keine Plätze mehr gut machen. Zieleinfahrt, Jochen Hahn war der Erste, jedoch bekommt er wegen Dangerous Driving wieder zurückversetzt auf den Platz Nummer 5. Also Timetable ist nun draußen. Antonio Albacete auf 1, danach Norbert Kiss, danach Markus Österreich und Adam Latzko. Ja, es hat sich noch einiges geändert, es bleibt also spannend. Doch der Europameister, der amtierende Antonio Albacete, für dieses Jahr konnte hier den Sieg einfahren. Wir starten direkt ins Rennen Nummer 2, das heißt hier in Zolder, so wie immer auch Reverse Grid. Die ersten 8 Trucks haben gewechselt. Vorne stehen mit der Nummer 77 René Reiner und Anthony Janjek sind auf der Pole Position und Platz Nummer 2. Hier Jochen Hahn, er muss sich natürlich jetzt anstrengen, er muss noch Punkte einheimsen, sonst fährt Antonio Albacete ihm um die Ohren für die Europameisterschaft. Ja, es wird also ein spannendes Rennen, es ist hier sehr, sehr wichtig, das zweitletzte Rennen. Benedikt Mayor und Markus Bösiger müssen es von draußen genießen, sie haben keine fahrtüchtigen LKWs mehr. Start ins Rennen Nummer 1, wir sind gespannt, René Reiner führt das Feld an, es wird ein actionreiches und spannendes Rennen hier mit Reverse Grid am Zolderring, Circuit du Zolder, erste Schikane und los geht's! Hier donnen sie also an mit der Nummer 77, René Reiner in seinem blau-weißen MAN, führt das Feld an, dies gefolgt von Anthony Janjek in seinem Renault und da Frankie Wojtyszek mit der Nummer 21 will natürlich auch noch mitmischen. Dahinter der Altmeister Jochen Hahn, Ex-Europameister, letztes Jahr hat er es geschafft, will natürlich hier möglichst weit nach vorne, will die Punkte holen und er weiß natürlich, dass er eigentlich der schnellere Truck hätte.
Werner Reiner immer noch an der Spitze, konnte seinen Abstand zu Antoni Janjak ein wenig ausbauen, da dahinter ein wenig Abstand und Frankie Wojtyszek kann nicht so richtig andocken an Antoni Janjak. Und hier wird die gelbe Fahne geschwenkt, das heißt Gefahr, und jetzt ist schon wieder grün. Das war keine große Sache, war etwas auf der Rennstrecke gelegen, ein Plastikstück. Aber jetzt kann es weitergehen. Adam Latzko, Onboard-Kamera. Er möchte natürlich auch noch etwas nach vorne drängen und hier die M1 ein bisschen in Schach halten. Vorneweg, René Rainer fährt sein Rennen, hat einen guten Rennspeed. Antoni Janjak kann mithalten, jedoch tut er sich sehr schwer. Im Hinteren wird ein bisschen gerangelt, Norbert Kiss und Markus Österreich. Die fahren hier wirklich hartes Rennen. Da wird wahrscheinlich noch etwas gehen im Verlauf vom Rennen. Wir sind also gespannt, wie es am Schluss ausgeht. Jochen Hahn macht Druck, ist nun hinter Antoni Janjak und will natürlich da möglichst weit nach vorne stechen, dass er eine gute Platzierung hier rausfahren kann. Und wir werden gespannt sein, wie weit er es nach vorne schafft. Hier konnte er innen vorbeidrängen, Onboard-Kamera von Jochen Hahn. Antoni Janjak hat er schon überholt. Jetzt ist nur noch René Rainer auf der Speiseliste von Jochen Hahn. Doch der fährt vorne weg. Kann man nicht vorstellen, dass er den noch einholen wird in diesem Rennen, denn der Rainer fährt einen guten Rennspeed heute. Onboard-Kamera Adam Latzko hinter Frankie Wojtyszek. Auch er macht jetzt mächtigen Druck auf Frankie und Antoni Janjak. Also die Jungs müssen sich nun warm anziehen. Hier sticht er rein und überholt Frankie Wojtyszek und da kracht es auch noch kurz. Kontakt gehört natürlich dazu, war wohl nichts das Überholmanöver, er ist wieder hinter Frankie. Doch ich glaube, der Tscheche Adam Latzko gibt nicht so schnell auf. Hier nun Ausfall vom LKW, Adam Latzko muss in die Box fahren, hat wahrscheinlich einen technischen Defekt, das werden wir nachher noch rausfinden. Vorneweg fahren die LKWs immer noch Richtung Ziel. Adam Latzko nun in der Box, ja ein technischer Defekt, Ausfall des LKWs, kann das Rennen nicht mehr fortsetzen. Der Schlauch zum Federdämpfer hat es erwischt. Vorneweg 77, René Rainer fährt sein Rennen, dicht gefolgt von Jochen Hahn. Nun muss er doch noch ziemlich aufpassen, dass der nicht nach vorne sticht. Also René Rainer muss nun die Türe zumachen, sonst ist Jochen Hahn vorne, die zwei liefern sich nun ein Duell. Jochen Hahn greift an, fährt innen durch. René Rainer konnte ihn nicht vorne behalten. René Rainer verliert seine Pole Position, seinen Platz Nummer 1. Gibt sich wahrscheinlich auch gerne mit dem Platz Nummer 2 zufrieden. Hinten Antoni Janjak macht die Türe zu, Frankie Wojtyszek dicht hinten dran und da dahinter Markus Österreich. Ja, also ein spannendes Rennen, hat doch noch einiges gewechselt und Frankie Wojtyszek attackiert die ganze Zeit Antoni Janjak. Mal schauen, was da noch alles drin ist. Markus Österreich drängt nun nach bei Frankie Wojtyszek vor und Norbert Kiss will gerade im Schlepptau nachziehen, hat aber nicht geklappt, aber Markus Österreich konnte nun einen Platz gut machen. Hier Frankie, da verfährt er sich, geht raus ins Grüne und das kostet natürlich auch für ihn mächtig, mächtig viele Plätze. Er ist nun hinter David Wyszetski im Bagira wieder eingegliedert in die Kette. Ja, das wird ihn sicher ärgern, da hat er einige Plätze, verloren. Hier Backkamera, Norbert Kiss macht Druck, er will natürlich hier auch nach vorne und sticht innen rein, überholt natürlich, oder will es zumindest, da wird es sehr sehr eng, ja da wird einiges gedrängelt, Antoni Janjak hat auch einen Platz verloren, ist nun hinter Norbert Kiss, ja es gibt also gegen den Schluss, wird es hier noch ziemlich eng, viele Überholmanöver sehen wir hier, auch Markus Österreich ist nun, hat sich da seinen Weg nach vorne durchgeschlängelt.
Anthony Janiak hier kurz auf Abwägen. Auch er hat die Kurve nicht richtig erwischt und ist im Kiesbeck gelandet. Auch für ihn kostet das einige Plätze. Nun hat sich also am Ranking, an der Positionierung schon einiges geändert vom Start weg. Also viele Überholmanöver, Sami Hintzolder. Ein spannendes Rennen. Also meine Herren, da geht einiges ab hier im Truckrennsport. Soll doch niemand sagen, dass die LKWs hier nicht so gut überholen können. Also so viele Überholmanöver, das gibt's nicht allzu viel. David Duszczycki im Freightliner Bagheera will hier noch ein Überholmanöver wagen, will an Anthony Janiak natürlich vorbei. Er schafft es auch, drückt sich rechts innen vorbei und hat ihn nun überholt. Nun ist also auch Anthony Janiak wieder einen Platz erleichtert worden, einen Platz nach hinten gerutscht. Onboard-Kamera von Antonio Albacete bei der Arbeit. Vorneweg, Jochen Hahn fährt sein Rennen auf Pole Position. Dahinter ist ein ziemlich mächtiger Abstand, dann kommt René Rainer. Also Jochen Hahn hat hier seinen Sieg eigentlich schon in der Tasche. Doch hinter René Rainer ist natürlich Norbert Kiss, der natürlich möglicherweise noch an René Rainer andocken möchte. Jedoch werden ihm wahrscheinlich die Runden ausgehen, nehme ich mal an. Jochen Hahn auf jeden Fall kann sich nun beinahe entspannen mit seinem großen Vorsprung hier. Wird er wahrscheinlich Erster werden, wenn der Truck hält. Zieleinfahrt, Jochen Hahn gewinnt das Rennen, das zweite Rennen hier in Zolder. Dahinter René Rainer mit der Nummer 77, wird Zweiter, dicht gefolgt von Norbert Kiss. Und da dahinter haben wir natürlich Markus Österreich. Alle freuen sich, Jochen Hahn konnte hier einen Sieg einfahren. Auch das gibt nicht so viele Punkte im ersten Rennen, jedoch gibt es Punkte und die braucht er natürlich dringend. Wir sind heute unter Werkschlagerwoche. Ich habe Fehler gemacht heute im ersten Rennen. Die Sache mit Antonio war ich selber schuld, dass ich da Verwarnung gekriegt habe. Von dem her muss ich heute sagen, das Auto war, ich glaube, mit dem schnellsten. Und heute habe ich ein paar Fehler gemacht. Und jetzt müssen wir die Eier zusammenkneifen. Nun zum Timetable, der ist nun draußen. Wie gesagt, Jochen Hahn auf 1, dahinter René Rainer, Norbert Kiss, Markus Österreich, auf dem Platz 5 David Duszczycki, Platz 6 Antonio Albacete. Auf jeden Fall einen Sprung gemacht, also ich fahre auf alle Fälle jetzt schneller als letztes Jahr, ganz klar. Und ich war jetzt auch dabei, also das Tempo hat gepasst im letzten Rennen. Und trotzdem ist es halt irgendwo immer, wenn man vorne wegfährt, dementsprechend dann schon ein komisches Gefühl und man ist halt ein bisschen nervös, weil man es nicht allzu oft macht und ist froh, wenn nachher die 12 Runden dann vorbei sind und man kann zumindest das Podium irgendwo retten. Okay, dann viel Spaß morgen. Dankeschön. Nun hier direkt zum Rennen Nummer 3 am Rennsonntag. Jetzt sind wir schnell unterwegs, einen Tag geswitcht und hier die Startaufstellung vom dritten Rennen, das erste Rennen am Rennsonntag, wie gesagt. Was noch zu wichtig zu bedenken ist, Markus Bösiger steht auch wieder hier am Start. Er hat einen neuen LKW bekommen aus Prag, haben sie den über die Nacht hierher geschafft, Kleber drauf montiert und jetzt ist Markus Bösiger, der Schweizer, wieder am Start hier am Rennsonntag. Was für eine Leistung vom Team. Was für eine Leistung auch für ihn, wieder in den LKW natürlich zu sitzen. Das macht es aus. Ein richtiger Rennfahrer kennt er natürlich gar nichts. Mario Kress wird es wahrscheinlich auch freuen, dass er wieder am Start ist. Also können wir uns auf ein cooles und spannendes Rennen hier gefasst machen. Rennen Nummer 3 hier in Zolder am Rennsonntag. Hier sieht man ihn nun, Markus Bösiger, in seinem niegelnagelneuen LKW ist er nun bereit, für hier zu attackieren. Start, Rennen Nummer 3, David Duszczycki in seinem Freightliner Bagheera führt das Feld an.
dahinter Markus Österreich im MAN von Lutz Bernau. Erste Kurve, David Duszczycki fährt schön innen an, keine Fehler, ein routinierter Fahrer auch. Also es wird hart werden, den Tschechen hinter sich zu lassen, da muss sich Markus Österreich wirklich was einfallen lassen. Das ist jetzt meine Meinung, mal schauen, wie sich's ausgeht. Hier Norbert Kiss will natürlich auch Markus Österreich dranbleiben, doch wenn da niemand einen Fehler macht, wird es sehr, sehr schwer. Die Trucks sind beinahe identisch schnell, die Fahrer sind wirklich alle sehr, sehr routiniert, alle sehr, sehr gut und haben alle natürlich mega viel Motivation, jetzt am Ende vor der Saison noch Punkte einzuheimsen, für die Sponsoren natürlich zu befriedigen etc. und nicht zuletzt für das eigene Ego. Also alle geben Vollgas hier. Schauen Sie nochmal an, David Duszczycki führt immer noch das Feld an. Dahinter immer noch Markus Österreich, hat sich noch nichts geändert an der Spitze. Die MANs dominieren hinter David Duszczycki in seinem Bagheera. Und da dahinter Adam Latzko kann momentan Antonio Albacete noch hinter sich halten. Mal schauen, wie lange er das noch schafft. Er hat sicher eine harte Aufgabe, wenn er den Spanier hinter sich behalten will in seinem europameisterfähigen MAN. Also mein Gott, da muss er sich anstrengen. Vorne immer noch David Duszczycki, der Tscheche, fährt hier souverän, macht keine Fehler, lässt nichts zu. Also die Konkurrenz ist wirklich gefordert hier in diesem Rennen, da noch irgendwas lücken zu können. Aber vielleicht ändert sich ja weiter hinten noch etwas. Wir werden sehen, wir gehen gespannt mit. Onboard-Kamera von Antonio Albacete, sehr, sehr dicht an Adam Latzko dran. Ja, der Renault-Fahrer muss sich wirklich anstrengen und hier geht er links rein, möchte ihn nun auf die Kurve natürlich überholen und hier drückt er sich innen mitten rein. Ja, hat geklappt. Antonio Albacete ist an Adam Latzko nun vorbei, also da hat sich schon etwas geändert. Hier sieht man es vielleicht noch, die sind immer noch sehr, sehr nah beieinander. Vielleicht klappt es dem Adam noch nach vorne zu kommen. Ne, hat nicht gereicht, Antonio Albacete ist vorne. Er hatte keine Chance gegen seinen starken MAN, der Adam. Ja, nun ist ein Platz weiter hinten hat. Jochen Hahn, Onboard-Kamera. Hier Vollgas bei der Arbeit. Hier sieht man noch hinten raus von seinem Truck, wie das Konkurrenzfeld so aussieht. Sehr, sehr schnelle Strecke. Man sieht es, der Speed ist ziemlich hoch. Schnelle Kurven. Eine sehr spannende Strecke hier in Zolder. Die Bedingungen sind trocken. Also alles, was man für ein gutes Truck-Racing hier sehen will. Adam Latzko hat einen Platz verloren, gibt natürlich nicht auf, möchte natürlich an Antonio Albacete dranbleiben, seinen Race-Speed übernehmen. Ja, das ist eine Herausforderung und er wird sich sicher meistern. Vorneweg David Duszczycki im Freightliner Bagheera mit den orangenen Spiegeln, fährt vorneweg mit einem schönen Abstand vor Markus Österreich, da dahinter Norbert Kiss und Jochen Hahn. Ja, die rivalisieren sich natürlich, jetzt muss Österreich natürlich schauen, unser Öse, dass er keine Plätze hier verliert. Vor allem Norbert Kiss macht schon ein bisschen Druck, doch der routinierte Fahrer ist sich natürlich Druck gewöhnt. Markus Bösiger ist vor Mika Mäkinen immer noch im Rennen, der LKW scheint zu heben, der neue, und so fährt er in die Punkte zumindest. Drittel des Rennens, David Duszczycki führt immer noch das Feld an,
Das MAN-Paket hinten dran hat sich immer noch nicht geändert. Sehr, sehr komprimiert, aber jeder an seiner alten Position. Ja, man sieht, wenn da nicht wirklich einer einen Fehler macht, geht gar nichts. Die sind alle sehr, sehr schnell. Die LKWs sind alle gut beieinander. Die Fahrer sind alle top motiviert. Aber das Erstaunliche ist, dass David Wyszecki sich ein wenig absetzen konnte. Also er fährt hier wirklich ein glamouröses Rennen, macht seinen Job erstklassig. Bald ist es nun geschafft. Wir gehen gegen das Ende des Rennens zu. David Wyszecki ist immer noch Führender vor Markus Österreich und natürlich Norbert Kiss und Jochen Hahn. Die hat er immer noch hinter sich. Also sehr, sehr gute Rennspeed, David. Bravo. Schon jetzt, bevor du ins Ziel reingefahren bist, wenn du so durchhältst, fährt er hier seinen Sieg ein. Rennen Nummer 3 in Zolder würde auch für ihn und seinen Punktestand natürlich gut tun, weil auch er fährt natürlich ziemlich stark in den Punkten, muss man sagen. Er hat auch jetzt eine gute Saison. Und hinten dran die MANs immer noch in derselben Reihenfolge dich gefolgt. Zieleinfahrt, die schwarz-weiße Flagge wird geschenkt. David Wyszecki gewinnt vor Markus Österreich, Norbert Kiss, Jochen Hahn und Antonio Albasette. Ein spannendes Rennen, sehr, sehr spannend. Wenige Überholmanöver, aber spannend bis zum Schluss. Alle freuen sich, die Trucks kommen rein. Hier wird natürlich jetzt geklatscht, gewaved, was das Zeug hält. Haben sich die Fahrer auch verdient. Hatten harte 12 Runden, das muss man also wirklich sagen. Und jetzt geht's dann Richtung Siegerpodest. Yesterday we have some technical problem on the track. And I cannot finish race. After in the second race, when I start the last, I go to 4th-5th place. Or 6th place, I don't know. Also, and I feel it's really good potential in the track. And we make only some small steps, and now it's working for really 100%. And it's fantastic. I feel like the change what we make during the season and during the winter, it will be in the shoulder, it's really effective, and it's like this. Timetable ist draußen, David Wyszecki erster, danach Markus Österreich, Norbert Kiss, Jochen Hahn, Antonio Albasette, auf 6 Adam Latzko. Markus Bösiger hat es immerhin mit seinem niegelangen neuen Truck auf Platz Nummer 8 geschafft. Nee, langweilig war es nicht, also Norbert hat mir schon eine harte Zeit gegeben und ja, jetzt eben bei der Siegerehrung. Er ist schon klasse, er erinnert mich so ein bisschen an mich selber früher. Der ist ja sogar stinkig, wenn er Zweiter wird. Und wenn er noch Dritter wird, da kann man gar nicht mehr ansprechen, also... Der hat sehr hohe Ansprüche an sich selbst, ja. Aber war besser als gestern, keine Frage. Wir haben gestern Abend Auto nochmal umgebaut und ich konnte heute deutlich mehr attackieren als gestern. Der Fortschritt im Team ist gut, wir haben das Problem. Also ich muss dem Lutz ja danken, dass ich überhaupt fahren kann, weil wir so wenig Budget haben, kommen wir natürlich ja nicht zum Testen. Und wenn wir dann hier so einen Tag wie den Freitag haben, wo wir also Zeit in der Nacht zum Schrauben haben, können wir irgendwas grundsätzlich anderes probieren. Gut, jetzt wissen wir, was nicht geht, ja, was wir am Freitag probiert haben. Und haben das Auto jetzt hingebracht und haben für heute Morgen nochmal ein bisschen Risiko geschraubt. Hätte ich Zeittraining mitfahren müssen, nach dem Zeittraining hätten wir umbauen können. Aber das war ein Schritt nach vorne. War eigentlich auch logisch nach der Erfahrung vom Freitag. Ja, und war es jetzt etwas besser. Weiter geht's mit dem Rennen 4 Reverse Grid am Rennsonntag hier aus Zolder. Nun steht Markus vor, Markus Bösiger vorne mit seinem niegelnagen neuen Truck und dem Team MKR. Er steht in der ersten Reihe. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute, dass er nach diesem schweren Crash von gestern das alles hinter sich lassen kann und hier um den Sieg fahren kann. Zweite Reihe Antonio Albasette und Adam Latzko. Auch der Tscheche hier in der zweiten Reihe will natürlich seine Punkte holen. Und dieses Mal wird es auch sehr, sehr spannend. Immer wenn Reverse Grid ist, werden natürlich Überholmanöver en masse erwartet. Und ich denke hier in Zolder, wie man es von gestern kennt, wird da einiges gehen. Also einige spannende Szenen werden wir sehen. Auch Jochen Hahn sorgt sicher für
einige Action bei diesem Rennen hier. Ab geht die wilde Fahrt, Rennen Nummer 4, das letzte Rennen aus Zolder, Start! Markus Bösiger, der Schweizer, fährt vorne weg, hat hier die Pole Position mit seinem niegelnagelneuen Truck aus Prag, gestern Nacht hier extra hingefahren und jetzt steht er ganz vorne. Was für eine coole Geschichte ist denn das? Und hier donnen sie alle an. Markus Bösiger hat immer noch die Pole Position vor René Rainer mit der Nummer 77, seinem blau-weißen MAN. Und da dahinter der zweite Renault MKR-Truck, Adam Latzko, fährt vorn Antonio Albacete, Jochen Hahn und den schnellen anderen MANs vorne weg. Hier sieht man David Oschetzky mit den orangenen Spiegeln in seinem Freightliner Bagheera, ist natürlich auch schnell unterwegs. Wir sind gespannt, was hier Überholmanöver folgen werden, was für Action hier zu erwarten ist. Ich denke, die MAN werden nun den Druck aufbauen Richtung vorne, Richtung Renault-Truck. Also Markus Bösiger muss sich sehr, sehr anstrengen. Der Platz da vorne ist sehr begehrt. Der Nummer 1 Platz, also den muss er hart verteidigen, doch verdient hätte er ihn eigentlich. Er sollte ihn hier schon holen können. Das Feld wird vorne ein bisschen locker, also so extrem komprimiert habe ich jetzt noch nicht den Eindruck, dass es ist. Jedoch, das täuscht natürlich, ein paar Runden später oder ein paar Kurven schon nur, kann das ganz anders aussehen. Adam Latzko auf jeden Fall macht schon Druck auf René Rainer. Hier sieht man es, Onboard-Kamera René Rainer, ab und zu wird er angeschuckt von Adam Latzko. Keine Luft mehr zwischen Stoßstange und Stoßstange, das ist Truckrennsport pur, es geht heiß her. Auch hinten bei den MAN, Antonio Albacete natürlich immer wieder am Druck machen auf Adam Latzko. Nun komprimiert sich das Feld natürlich schon mehr. Die MANs hinten mit Markus Österreich auch an der Spitze will natürlich Druck ausüben Richtung vorne. Aber Markus Bösiger konnte sich vorne ein bisschen absetzen als erster. Und nun René Rainer hier, das erste wird attackiert von Adam Latzko. Hier fliegen natürlich die Kunststoffteile weg. Adam Latzko wird gleichzeitig überholt von Antonio Albacete, wurde natürlich beim Überholmanöver ein wenig gebremst. Ja, das ist das Risiko, was so ein Überholmanöver auf sich trägt, dass man nicht nur einen Platz gut machen kann, sondern natürlich auch einen Platz verliert. Sieht man nochmal, das Feld ist sehr eng, René Rainer sehr, sehr dicht an Antonio Albacete dran. Antonio will nach vorne, hier raucht es kurz und fliegen die Fetzen. Onboard-Kamera Adam Latzko, wie er bei der Arbeit ist. Hier sieht man, das Kunststoffteil an René Rainer seinem Lastwagen sieht schon ein wenig in Mitleidenschaft gezogen aus. Ja, das ist Truckrennsport pur, Kontaktsport und hier sieht man es gleich wieder. Bang, Adam Latzko will nach vorne stechen, an René Rainer vorbei und auch das geht natürlich ohne Berührung kaum. Und jetzt ist Adam Latzko vorne vor René Rainer. Markus Bösiger fährt vorne weg vor dem ganzen Geschehen. Dicht dahinter ist Adam Latzko, also vorne weg vom Geschehen. Dahinter Adam Latzko mit einem schönen Abstand. Sein Lastwagen sieht schon ein bisschen ramponiert aus. Jedoch sind es nun auf Platz 1 und 2 die MKR-Trucks. Hinter Adam Latzko sieht man das komprimierte, dichte MAN-Feld. Also wenn da einer einen Fehler macht, ist er raus aus dem Geschehen und verliert viele, viele Plätze. Die Fahrer müssen sich nun super gut konzentrieren. Hier darf niemand sich einen Fehler nun nur erlauben, sonst ist er die Plätze natürlich sofort los. Hier über die Zielgerade wird gedonnert, immer noch Adam Latzko vorne, Antonio Albacete Onboard-Kamera. Hier sieht man, auf der Zielgeraden gibt es nicht viel zu tun. Der Gang ist drin, das Steuerrad geradeaus. Das Einzige, was hier belastet wird, ist der Gasfuß. Antonio Albacete konnte René Rainer nun überholen. Hier sieht man es. René Rainer immer noch sehr dicht dran, aber Antonio Albacete konnte sich nach vorne drücken und hat nun Adam Latzko vor sich, den er sicher auch noch erreichen möchte. Wir sind gespannt, ob er es schafft.
Der Lastwagen ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut abgestimmt für diese Rennstrecke. Und Antonio Albacete, ein energischer Fahrer. Das gibt eine heiße Mischung und wir sind gespannt. Ist nun etwas passiert. René Rainer hat einen Fehler gemacht, ist links ein bisschen rausgekommen und hat nun einige Plätze verloren natürlich. Das war der Fehler, von dem ich vorher gesprochen habe. Ein kleiner Fehler und gleich bist du außen vor. Vorne immer noch Markus Bösiger, der Schweizer, führt das Rennen. Glamourös kann man schon sagen, fährt er hier vorne weg. Der Altmeister weiß es halt, wie es gilt, Rennen zu gewinnen. Kein Problem für ihn, er hat den Druck natürlich. Mit dem Druck vorne wegzufahren, keine Probleme mehr, er ist sich das gewöhnt. Hier kommt Jochen Hahn in die Box, da stimmt irgendwas mit seinem LKW nicht. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Ich glaube, er hat einen technischen Defekt. Mal schauen, ob er nachher noch aus der Box raussticht und weiterfährt. Aber ich denke, das Rennen ist gelaufen. Jawohl, er hat aufgehört. Hat das Rennen beendet. Das war nichts. Jochen Hahn holt hier keine Punkte. Der LKW hat es nicht mitgemacht. Da liegt ein technischer Defekt vor. Draußen auf der Piste, Adam Latzko leistet sich nun einen Kampf mit Antonio Albacete, der ihm hinten richtig Druck macht. Und Norbert Kiss leistet sich den Kampf mit Markus Österreich. Das sind so die Pärchen, wo hier um die Punkte kämpfen in Zolder. Es gibt so wie Gruppen, hatten sich hier gebildet. Sehr, sehr spannend. Und hier Antonio Albacete bremst später als Adam Latzko, geht innen vor, links nach vorne und überholt so den Renault Truck. Ja, das war klar. So ein schneller Truck, wie Antonio Albacete fährt, kann man nicht hinter sich halten. Nochmal die Zielgerade, die LKWs sehen Richtung Ende vom Rennen immer sehr, sehr ramponiert aus, da hängt einiges weg, man sieht es an Antonio seinem Lastwagen, auch Adam seine, sieht natürlich nicht mehr so frisch aus, jedoch das ist nur der Kunststoff, wo weghängt. Wichtig ist, welcher Platz das sie haben und dass die Technik noch richtig gut funktioniert. Hier Backcamera sieht man Markus Österreich und Adam Latzko aus Antonio, aber selten seinem Lastwagen aus, natürlich sehr, sehr gut. Nicht weit Abstand, nicht viel dahinter, jedoch genug, um natürlich den Platz zu verlieren. Hier Antonio Albacete vor Norbert Kiss. Adam Latzko hat nochmal einen Platz einbüßen müssen gegen einen starken M1. Norbert Kiss, der Ungare, ist natürlich auch schneller unterwegs als er. Ja, sonst schwer, die schnellen M1s kann man auf Dauer mit dem Renault Truck wirklich nicht hinter sich behalten. Er muss natürlich auch fairerweise sie dann nach vorn lassen, wenn sie schneller fahren. Und jetzt wird dasselbe hier passieren. Markus Österreich macht auch schon jetzt ziemlich Druck. Und hier sehen wir nochmal die Strecke, wie sie aussieht, wie sie aufgebaut ist. Zwei Geraden, ein paar langgezogene und ein paar Ecken sind drin. Also eine spannende Rennstrecke, gerade für Trucks wirklich sehr, sehr, sehr spannend und aufregend. Ja, Markus Österreich konnte ihn überholen. Nun ist David Teschetzky richtig dicht hinter Adam Latzko. Vielleicht kann Adam Latzko wenigstens diesen Platz hier noch behalten. Es geht ja schon Richtung Ende vom Rennen. Wünschen wir ihm alles Beste, aber eben die Trucks hinter ihm sind schnell. Auch David Teschetzky fährt einen heißen Reifen hier in Zolder. Also der Kampf geht weiter. Antoni Janjak fährt hier in die Box, es raucht. Erst sieht man nach einer Drive-Thru-Strafe aus, wo er kassiert hat. Ne, falsch, er geht an die Box, technischer Defekt. Hier steigt Rauch auf, da wird irgendwas undicht sein. Wahrscheinlich Öl oder Diesel, wo auf den Krümmer tropft.
Hier sieht man die Spitze, Markus Bösiger immer noch eins, aber Antonio Albacete ist nun sehr, sehr dicht dran. Wir hoffen wirklich das Beste für ihn. Hoffentlich kann er den Sieg nach Hause fahren. Doch Antonio Albacete ist natürlich der Spanier, wo sehr, sehr schnell sehr viel Druck ausüben kann. Doch Zieleinfahrt, Markus Bösiger gewinnt hier das Rennen sehr, sehr dicht hinter Antonio, vor Antonio Albacete natürlich und da dahinter Norbert Kiss. Alle freuen sich, was für ein Glück für Mario Kress und sein Team. Hier fährt er rein, der Gewinner, Markus Bösiger, der Schweizer, in seinem Renault Truck gewinnt hier das Rennen. Nigelnagelneuer Truck, erster Tag Totalschaden und jetzt am zweiten Tag vorne weg. Ich freue mich riesig für den Markus, für das ganze Team, weil das war die einzigste Möglichkeit nach dem schweren Unfall gestern. Und auch Dank an alle Teams, weil von den Regularen her muss jedes Team mit einverstanden sein, dass man während dem Event ein neues Auto bringen kann. Und ich sag mal, das ist ein Traum, dass man von Prag das Auto in der Nacht delivert, ja, baut noch alles um und dann fährt man im zweiten Rennen auf den ersten Platz. Ist ein schönes Geschenk für alle und ist auch wichtig für die Motivation für die weiteren Rennen und absolut top. Ja gut, ich habe natürlich am Anfang ein bisschen einen Vorsprung machen können und das hat man ja gesehen, hat mir sehr geholfen und Antonio ist in sehr großen Schritten näher gekommen und es ist aufgegangen. Ist super fürs Team. So, gratuliere Markus. Applaus, Damen und Herren. Und der Timetable draußen. Markus Bösiger auf 1, dahinter Antonio Albacete, Norbert Kiss, Markus Österreich, David Duschetzke und Adam Latzko auf Platz 7, Mika Mäkin. Spannendes Rennen, das letzte hier aus Zolder. Wirklich, es war eine heiße Sache hier. Jetzt haben wir für euch natürlich noch das Gesamtranking bereitgestellt, damit ihr auch wisst, wie es um die Europameisterschaft natürlich steht. Es sind nur noch zwei Rennen offen, Jarama und Le Mans, und hier kommt der Gesamtpunktestand. Antonio Albacete führt mit 340 Punkten die ganze Tabelle an, dahinter Jochen Hahn und Markus Österreich. Markus Bösiger ist nun mal auf Platz 7 mit 146 Punkten vertreten. Hoffen wir, dass er seinen Platz 6 wenigstens noch rausfahren kann in dieser Saison. Ja, meine Truck Racing Fans, das war schon wieder von Schweiz 5 Truck Racing TV. Seid auch nächsten Montag dabei, exklusiv das Interview mit Markus Bösiger, wie er über seinen Unfall spricht von hier von Zolder. Also sehr, sehr spannend, seid dabei, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vergesst nie, schaltet ein, wenn es heißt Truck Race TV auf Schweiz 5.